Angriff hier fahren. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Klasse 1, da war es Ingo Reusch mit der 136, der gestern den Lauf für sich entscheiden könnte. Aber jetzt sieht es nach Tanja Detloff aus. Tanja Detloff geht als erstes in Kurve 1. Dahinter dann Ingo Reusch von der 143. In den Vorläufen. Es gibt insgesamt 3 Vorläufe und dann den Klassenendlauf. Im Klassenendlauf, da geht es um Angriff von der 135 auf Michael Brüttgam. Da hat die 135 Heiko verbessert. In den Außenbau.